Als Produkt meiner Zeit bin ich Dernier Cri. Ich zähle so schnell, wie der Strom in mir rinnt. Ich errechne die Zukunft, noch ehe sie beginnt. Für die Großen, den Staat und die Industrie. Ich addiere die Schlaglöcher sehr schlechter Straßen, vergleiche die Preise von gestern und heute, errechne die Lebenserwartung der Leute, egal ob sie Brot oder Kaviar aßen. Ich rechne, wie weit es von hier bis zum Mond ist, wie billig der Reis und wie teuer Munition ist. Ich weiß in Sekunden, wer reich ist, wer reicher, und was nicht gebraucht wird, das nehme ich auf Speicher. Es frisst die Zahlen, entseelt die Zeit. Auf Tastendruck ist es zu allem bereit. Nur eines bereitet ihm Schwierigkeit, das kleine Einmaleins. In 90 Sekunden errechne ich prompt ein milliardenträchtiges Defizit, und obendrein zähle ich auch gleich noch mit, wie oft wohl der Storch zu den Eskimos kommt. Ich werde gefüttert mit Zahlen und Daten, ich weiß auch die Antwort auf freudsche Fragen, wie oft man mit 16 und in späteren Tagen, und was tut ein Mann unter lauter Soldaten? Ich rechne in Rubeln, in Dollar und Pfunden, ich helfe den Menschen, das All zu umrunden, ermittle, was Ärzte als Hobby betreiben und ob sie auch Temmler-Arzneien verschreiben. Zusammenfassend wäre nur noch zu sagen, 50 Jahre sind nun schon vergangen, seit Temmler mit Pillen und Säften begonnen. Eine lange Zeit, eine schöne Zeit, eine Zeit mit Vergangenheit. Eine Zeit mit Vergangenheit.